Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Rome 2 DLC Hannibal vor den Toren, wo wir ja letztes Mal eine ganz kleine Stadt hatten, kleine Schlacht hatten. Schöne Rebellion in einer Provinz. Oh, und da haben sie sich wieder gebildet. Oretanische Rebellen. Und wenn diese oretanischen Rebellen gleich meine Stadt angreifen wieder, dann kriege ich wieder voll auf die Ömme. Müssen wir uns nächste Runde auf jeden Fall sofort drum kümmern. Mein einziger Vorteil gerade, vor allem oben in der Schlacht, ist, dass die auf meinem Gebiet sind, also die können zurzeit noch keine Truppen regenerieren. Während meine Armeen natürlich jetzt immer fitter werden. Beziehungsweise schon ihre Truppen wieder auffüllen. Ach, dann sollen die anderen halt adoptieren. Der andere hat sich irgendwie auch verkrümelt. So, wir brauchen mal das Söldner. Die Söldnerkohle muss weg. Boah, 1200 kostet die Reparatur. Das ist ja echt mega kacke. Seid gegrüßt. Wie kann ich euch helfen? So, militärische Störung. Attentat. 64% Möglichkeit, das Ziel zu verwunden. Schön, das Ziel ist tot. Agenten ausweichen, nehmen wir mal mit. Jetzt haben wir noch 1500 Geld übrig. Für den Stamm. Bereit zum Kampf. Na? Ah, okay. War gerade Krieger. Bild einfach weg. Okay, ihr seid ja auch an sich tolle Truppen. Aber gerade brauche ich euch nicht. Für den Stamm. Ich erwarte eure Befehle. Krieger. Wir machen uns auf den Weg. Genau, du gehst mal in die Stadt hoch dann. Für den Stamm. Bereit zum Kampf. Ich sehne mich nach einem Bereit Kampf. Zum Kampf. Bereit zum Kampf. Dann reparieren wir noch. Obwohl, nee, wir können das jetzt nicht reparieren. Wir müssen echt Soldaten ausheben. Genau, am besten hier die Veteranen. Ach, die kosten zu viel. Dann holen wir uns erstmal die billigen wieder. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich wirklich Druck aufbauen. Sonst baut er wieder 80 Millionen Truppen schon wieder auf. Und dann stehe ich da und kann wieder nichts erobern. Na, komm. Ich gebe mir mal eben Kohle ein, Freunde. Ach, diese Entspannung. Lalelu. Ich frage mich eigentlich, wann die Leute am meisten gucken. Wahrscheinlich abends. Abends, wenn sie dann so rumhocken und sagen so, na, jetzt machen wir mal Proof an zum Einschlafen. Dann freut er sich. Lalilu, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Kinder schlafen. Boah, 16 Runden. Das kann ich mir nicht leisten. So, jetzt. Siedlung wird belagert. Ich sehne mich genau, belagern erstmal. Krieg.
Bewegt euch! Weil wenn alle Truppen da sind, können wir mich einfach einmarschieren, ohne dass wir hohe Verluste haben. Gut. Autorität, Hingabe. Dann hören wir mal bei dir die List. Jetzt ist, liegt die Grenze natürlich hier beschissen. Weil ich will ja noch nicht in die andere Region rüberziehen. Können aber immerhin noch drei Reiter hier produzieren. So, jetzt haben wir noch 2300 übrig. Und was haben wir da unten? Oh, da haben wir eine Armee von denen noch stehen. Ich komme sogar ran an sie. Plus 10 für alle Schwertkämpfer. Plus 4% Nahkampf, Angriff und Abwehr. Rekrutierungskosten reduzieren, okay. Krieger, wir machen uns auf den Weg. Eure Befehle. Krieger. Gut. Ach, Moment, bevor wir hier oben jetzt so viel reparieren, ich muss leider unten eine Söldnerarmee ausheben. Weil sonst habe ich gleich hier die 80 Millionen Rebellen. Setzen wir das Vermächtnis mal wieder ein. Ab da rein. Verbessern. Jetzt haben wir noch 1800. Trotzdem noch 2300, obwohl ich so viele Söldner jetzt engagiert habe. Ich erwarte eure Befehle. Ich sehe, das ist unmöglich. Ach, zu der Region gehört er auch noch. Naja, hätte ich jetzt angegriffen, hätte ich den auch nicht geknackt. Müssen wir nachher in der Verteidigung irgendwie vorankommen. Bald sind es schon 16. Aber wir könnten jetzt all unsere Truppen hier verbessern mit den Waffen. Bereit zum Kampf. Dann gleich mal schauen, wie es aussieht von der Stärke her der Truppen jetzt. Ich sehne mich nach einem Kampf. Bewegt euch, Männer! So, auf die nächste Stadt einnehmen. So, da oben ist noch eine Armee, die geflüchtet ist. Moment, bevor ich dich bewege, was kann ich hier noch machen? Bonuswaffen plus 1. Ja, nehmen wir noch mit. So. Ne, ich will unten gegen die Rebellenarmee gleich kämpfen. Auch da, wo der hinläuft, das ist eine schlechte Entscheidung gewesen. So, die Hörner des Neto. Genau, das ist ja. Der hat ja keine Truppen in dem Sinne. Hier müssen wir noch Verbesserungen holen. Genau, Reichweite auf der Kampagnenkarte. In zwei Runden könnte mein Spion unten sein. Und wir gucken mal hier oben, wie es aussieht in Iruna. Ach, hier konzentriert er sich mit seinen Armeen. Was man auch unter konzentrieren verstehen kann noch, weil er hat nicht mehr viel. Aber ich zermürbe meine Armeen gerade ja auch selbst.
Gift. Vorräte vergiften, Brunnen vergiften. Den nehmen wir mal mit. So, kurz mal speichern und... Toll. Selbst mit der Garnisonsarmee... Keine Chance gegen den. Weil alles gut ausgebildete Soldaten... Na, müssen wir mal schauen. Der wird mich nächste Runde wahrscheinlich angreifen, ne? Ich habe da im Moment echt keine Zeit für. Das ist einfach am schlimmsten daran. Versuchen wir es einfach mal. Also der Anführer ist schon mal tot. Genau, warum nicht nochmal 20.000? Ich sehne mich nach einem Kampf. Verteidigungseinheiten. Für den Sturm, Krieger. Genau. So, jetzt töte den mal eben. Ich weiß, ich wollte eigentlich die Schlacht unten zeigen. Deshalb hatte ich die ganzen automatischen Schlachten jetzt vorhin gemacht. Aber, bringt mir jetzt auch nichts gerade. So, ziehen wir dich mal darüber. Aber ich ihn da einsetze, führt die Truppe sich nicht mehr auf. Das ist das Problem. Beziehungsweise dann habe ich nicht mehr die Verstärkung der Soldaten. Ach, hier hat er schon wieder alles beschädigt. Naja. Er hat, glaube ich, noch 3 Städte. Nur noch 3 Städte, in Anführungsstrichen. Wie sieht es aus, wenn ich jetzt angreife? Auch nicht besser. Da versuche ich lieber in der Stadt zu verteidigen. Wir werden die Worte beiseite legen. Geh weg. Schön, dass du mir zeigst, was die, was mein Hauptgegner macht im Moment. Nämlich nix. Ja, das war klar. Jetzt müssen wir echt mal schauen, ob wir das hinkriegen. War halt echt schon eine starke Armee. Dass sie sich immer wieder auftun müssen. Kann ich nicht einfach darauf achten, dass ich meine Bevölkerung ordentlich gemanagt kriege? Stattdessen immer dasselbe Problem. Es regnet auch noch. Zielträger!
So, schön 62 Nahkampfabwehr habt ihr. Kann man auch schön mit leben. Mit dem einen, der hinten steht. Dammeskrieger! Form deinen Wall aus euren Schildern! So, dann haben wir da die Zwischenräume auch dicht. Leute! Gebt nicht auf! Iberische Kavallerie! So, die lasse ich außen rumlaufen. Steinschleuderer! Wir hungern nach Blut und Kampf! Naja, kein Problem. Geschosskrieger! Kann ich die noch hier hinstellen? Wir hungern nach Blut und Kampf! Dann habe ich die zwei noch, die haben ja auch. Die haben alle immer eine höhere Nahkampfabwehr. Das macht mich traurig. Stammeskrieger! Mhm. So. Stehen die auch da drin? Scutari Kavallerie! Dann haben wir unseren General mit seiner Kavallerie. Der muss ja eher am meisten aufpassen, aber der muss erstmal ein bisschen. Ah! Geh mal irgendwo hin, wo du auch deine Moral gut verteilst. Iberische Kavallerie! Kampfbereit! Schön, haben wir noch einen Haufen Plänkler-Truppen. Wo ich einfach schon null Ahnung habe, wo soll ich sie überhaupt noch hinsetzen? Ja, du dahin, dann stellen wir die Kavallerie dahin. Gut. Na, vorher habe ich ja Glück und kann ihn doch noch besiegen. Auf unsere heutigen Taten blickt. Möge die Welt erfahren, dass wir mit all unserer Macht gegen diesen höchst brutalen Gegner gekämpft haben. Krieger gruppiert! Steinschleuderer! Wir töten sie alle! Na, immerhin stehen alle Steinschleuder in der zweiten Reihe. Ah, guck mal, ich kann den sogar verstecken, mein General. Wir gucken nach Blut und Kampf. Berittener Krieger! Ich hoffe, der versucht mir nicht Wir zu flankieren. Haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Blut! Steinschleuderer! Markago! Kampfbereit, Kriegerbereit! Schneller! Nachladen! Blinkler! Steinschleuderer! Geschosskrieger! Steinschleuderer! Blinkler! Iberische Kavallerie! Steinschleuderer! Na komm! Ihr könnt über eure eigenen Einheiten drüber schmeißen gerade noch. Genau, sieht doch noch ganz gut aus. Take one!
Wen haben wir da? Adelskämpfer. Toll. Schön die hinteren angreifen. Ja, ja, ja. So, jetzt kriegen wir sogar die Steinschleuderer weg. So, deren Willen ist zwar gebrochen, aber sie sind noch nicht besiegt. Na, Vorsicht. Komm, komm, komm. Männer wanken. Moment, stellt euch nicht zu sehr an. Wo ist mein General? Da sind die Stammeskrieger. Die geben natürlich jetzt nach einer Zeit auf. Vielleicht kriege ich seinen General zu töten, wenigstens. Nein, nicht da lang. Geht da hoch. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Valerie! Ja, komm, Krieger! Schildträger! Stammeskrieger! Skutari! Habt keine Angst. Wir schaffen das. Wenn ihr jetzt noch gut standhaltet, dann kriegen wir es auch noch hin. Aber kriegt keinen Schiss. Iberische Kavallerie! Ja! Tötet sie! Tötet sie! Tötet sie! Krieger! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Krieger! Bereit! Rennt, ihr Verfluchten! Vorwärts! Bewegt euch! Steinschleuderer! Unsere Männer. Genau, greift mal die bitte an. Das ist ein schändlicher Anblick. Geschosskrieger! Steinschleuderer! Die Reiter sind bereit! Oh, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Zu Kampf bereit! Kampf bereit! Weil ich kann jetzt hier die flankieren. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist hier an der Seite werden wir jetzt auch gerade ein bisschen freier. Genau, geht mal auf die Veteranenschildträger da hinten. Ihr geht mal schön da aufs Center. Oh, sieht doch toll aus. Am besten stirbt jetzt mein General noch. Unser General wird angegriffen. Durch Kollateralschaden. So, da sind noch Adelskämpfer.
Muss ich aufpassen, nicht, dass der General da noch drin steckt. I'm a hero. Na? Wo geht's lang? Nein, 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 da auch nicht. So. Erfolgreich verteidigt gegen die dämlichen Rebellen. Haben wir gar nicht so viele Verluste. Obwohl, ein Hoch auf die schwere Nahkampfinfanterie, denn die hat es, glaube ich, rausgerissen. Und dass ich mit meinen Reitern relativ gut hinter ihnen kam. Wird zwar gesagt, knapper Sieg, ich sag dazu, geiler Sieg. Haben wir gut gemacht. So, jetzt kümmern wir uns noch darum, dass die uns nie wieder belästigen. Sehr schön. Dann können wir die Armee hier unten wieder auflösen. Weil natürlich kosten uns die einen Haufen Kohle. Und da löse ich die Armee lieber wieder auf. Bevor mich die Kosten umbringen. Das können wir nämlich ganz gut woanders gebrauchen, das Geld. So, ihr seid alle nicht die stärksten Truppen. Aber ich verbessere euch ein bisschen. So. Die Herrschaften ziehe ich wieder aufs eigene Land drüber, damit die sich ein bisschen auffüllen können. So, dann ziehen wir den mal vor. Du wirst erstmal die Belagerung weiterführen. Dann holen wir deine Support-Truppe von hier hinten. Ach komm, dann bauen wir ein bisschen Belagerungssachen. Ich habe ja schon lange keine Belagerung mehr geführt. Gucken, wie viele Truppen hat der hier? Nicht viele. Geld haben wir gerade eh nicht. Können aber immerhin bei dem noch die Spezialfähigkeit aktivieren. Ja, und machen dann nächstes Mal weiter mit Rome 2. Rome 2, Hannibal vor den Toren. Bis dann, euer Doc. Ciao.